Hallo zusammen, hier ist der Wettestormix, der Modellbahnhof. Oder beziehungsweise gute Nacht oder guten Abend. Scheint bei mir Mode zu werden, dass ich nachts munter bin und überlege, wie geht's weiter mit Manta. Was im Teil 1 passiert ist, das werdet ihr wohl alle gesehen haben. Grottenschlecht, ich habe irgendwelche Teile nicht bekommen und bin ein bisschen frustriert. Und das hat mich jetzt auch wieder am Modellbauplatz getrieben. Boah, die Funkuhr sagt, leck mich doch am Arsch, sagt sie mir Samstag 3.50 Uhr. Ich glaube, das wird heute ein langer Tag. Ich gehe nicht noch mal ins Bett, ich baue vielleicht weiter oder mache irgendwas Doofes mit dem Opel Manta Bestand, wo ich Manta geworden bin. Geht es erstmal nicht weiter. Weil mir Schraubensets fehlen wie RP und NM. Ich bin natürlich sackfroh, wirklich, dass mir Hilfe angeboten wurde in den Kommentaren von Guido. Der Rick hätte die Schrauben da. Gute Seele. Der Marco sagte, naja, Kumpelblase, hör mal her. Es könnte natürlich auch eine Umverpackung sein. Das habe ich auch schon erlebt, dass die Teile eine Umverpackung sind, wenn man sie wegschmeißt. Deswegen Teil 2 und erst einmal machen wir einen Break, einen Shutdown vom Modell, würde ich mal sagen. Ich kann mich dann konzentrieren auf ein anderes Modell. Ich bin dann hochgerobbt und hab dann noch gesehen, vor lauter Frust habe ich dann noch das Teil nicht um die Achse gebaut. Ja, wenn es mal läuft, läuft's. Kennt ihr ja den Spruch. Ja, ich habe dann noch auf Anraten, der Rick und andere haben ja so geschrieben, schau mal die anderen Anleitungen durch. Ich habe dann alle 44, 45 Bauanleitungen durchgeschaut vom Opel Manta, ob da vielleicht schon Schrauben mit dabei waren. Ich habe dann leider, mein Gott, vergeude ich eure Zeit, ach, selber schuld, wenn ihr zuguckt. Ich habe die Manta-Box dann nochmal rausgefischt, ich habe sie gefunden und später noch parallel dazu die Bauanleitung geschaut. Da habe ich keine Schrauben drin, aber trotzdem hätte ich eine Frage. Von anderen Modellen, vom DeLorean oder vom Trabant, wenn die Schraubenbezeichnung gleich wären, kann man die dann verwenden? Ich weiß es nicht, definitiv. Es wäre mal eine Antwort wert oder beziehungsweise ich würde mich freuen, wenn jemand sich da melden würde. Ich könnte es aber auch ins Forum stellen. Aber ich denke, ihr seid schneller. Ja, das zum Opel. Das war es erstmal für eine gewisse Zeit. Dann gucken wir mal, dass es irgendwie mit dem anderen Modell weitergeht. Aber zu guter Letzt habe ich dann nochmal, naja, wie soll man sagen, Teile sind da, falsch geschraubt, wunderbar. Schrauben fehlen, das wissen wir ja schon. Ich habe dann nochmal in die Kiste geschaut, kurz. In die hier. Und da habe ich was Interessantes entdeckt. Das ist die Kiste. Ich baue ja parallel noch den Terminator. Jetzt merke ich auf. Es ist sensationell, Freunde der Sonne. Dieser Anführungsstriche Tipp, ja, wo ich gesagt habe, nee, niemals, never. Gut gemeint, aber der Tipp, nee. Jetzt kommt's. Ich muss es sacken lassen. Ich muss es für mich auch sacken lassen. Von Marco. Modellbauanfänger. Ja. Ich hau die Tüten dann immer so weg. Hier. Hab die auch weggeschmissen. Und Freunde der Sonne. Scheiß Dreck. NM-Schraube. Und irgendwo, glaubt mir, hier RP-Schraube. Das war hier drin. Das purzelte hier irgendwo rum, wo ich das immer reinschmeiße, gerade aktuell.
Alter Schwede. Gibt's doch nicht. Freunde, schaut immer nach, was er wegschmeißt. Es ist echt um Kotzen. Ich kann das weiterbauen. Habe ich Lust? Na ja, gut, es ist nachts. Spät. Dann machen wir weiter. Ich muss mal weitermachen, ja. Also, ich schau mal hier rein kurz. Ach, da ist nichts mehr drin. So. Aus die Maus. Marco, vielen Dank für den Tipp. Ich habe auch schon mal gesucht und habe was gefunden, aber in dem Fall habe ich nicht dran gedacht, dass es klappt. Ich muss leise sein, es ist nachts. Ja. Und vielen Dank nochmal an alle Leute, die für mich suchen wollten und was zuschicken wollten. Recht vielen, vielen Dank. Krass, krass, krass. Und jetzt gucke ich, dass ich irgendwie jetzt durch den Teil 2 komme und den Obel weiterbauen kann. Mann, Mann, Mann. Wenn ich mir überlege, wie stinkig sauer ich gestern war. Und jetzt muss ich eigentlich nur sauer auf mich sein. Und passt mal auf, Freunde. Ich kann wahrscheinlich nicht abschalten. Ich mache wahrscheinlich weiter den Fehler und ich sag nichts zu. Die NM-Schraube da hinten, die ich da reingepresst habe. Ihr könnt euch das Video anschauen, Teil 1. Ich habe versucht, eine Plastikschraube in Metallgedöns zu drücken. Und im Teil 1 seht ihr dann auch ganz zum Schluss, relativ zum Schluss, das geht schief. Die Schraube bricht mir ab. Das Ergebnis ist dann zu sehen. Ein schönes Experiment. Ich tue es als Experiment mal abhaken. Und sag, das passiert, beziehungsweise der Rick hat geschrieben, das passiert nun mal, wenn du eine Plastikschraube in Metallteile reinschraubst, dann bricht das Ding halt mal ab. Ich muss noch gucken, wie ich das Ding raushole, beziehungsweise rausschraube. Aber das ist ja egal. Das ist ja jetzt relativ mein Problem. Ich werde das Ding da wahrscheinlich in den Schraubstock einspannen und wie soll man sagen, rausfräsen mit dem kleinen Bohrer und dann die NM-Schraube reinschrauben. Das werde ich jetzt in der Folge nicht zeigen. Es kommt vielleicht mal ein Special. Genau, jetzt geht die Schraube nicht rein oder was? Was ist jetzt los? Ach nein, ist doch alles Käse. Ja. Ich schiebe mal alles auf die Uhrzeit. Ich habe ja alle Zeit der Welt. Beziehungsweise. Oh, jetzt fällt mal alles auseinander. Da ist die Schraube, da ist das Ding. Man müsste ein bisschen Geduld haben. Wir staunen sowieso, wenn Leute das Video schauen und ein bisschen dabei bleiben. Ja. Es soll ein paar verrückte Hunde geben, die das machen. Das ist dann der kleinste Kreis, wo ich sagen, das sind die Besten der Besten, die auch sehr oft was reinschreiben. Aber auch Leute, die so vorbeischauen, wenn sie gelangweilt im Bus sitzen, in der Bahn, mit dem Handy irgendwie glotzen, damit eine Haltestelle von der anderen geht. Herzlich willkommen. Abo rein, vielleicht auch einen Daumen. Schaut zu, wie man es nicht machen sollte. Seid gewarnt vor Abo-Fallen von irgendwelchen Autos. Mir machen sie immer noch Spaß. Ich würde den Fehler immer wieder machen. Ich tapp immer wieder in die Abo-Falle rein. Das ist mir Wurst. Solange wie ich es finanziell hinbekomme, soll es mir Banane sein. Obwohl die Zeiten stehen ja wirklich gerade schlecht. Mit diversen Abonnements. So, ich krieg's aber gerade so hin. Okay, so, jetzt haben wir so halbwegs das gerichtet, was wir sollten, und ich habe ein bisschen philosophiert. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergehen soll. Das Zahnrad soll man einsetzen, da wo der Pfeil ist.
und dann soll man irgendwie das Lenkritzel fixieren mit irgendeinem Bauteil. Freunde, nee, pass auf, die Schrauben, verlier sie nicht. Ganz wichtig, hau sie nicht weg, lasse da. RP-Schrauben. Oh. Und den Helferlein, wie gesagt, ja, schließe ich meine Gebete ein. So, NM-Schraube kommt später dran, das machen wir auf der Hubbelwerkbank. Da fräse ich dann die Schraube raus. Das müsste funktionieren. So, jetzt sagt mir mal einer, wie ich schwarz auf schwarz hier irgendwie einen Pfeil erkennen soll. Schwarz auf schwarz. Ich versuche mein Bestes, aber es wird wohl das Gestänge. Also der Pfeil ist hier. Der Pfeil ist hier. So. Da ist er. Da ist er gerade. Das wird man in der Kamera wahrscheinlich nicht sehen. Hier sehe ich ihn, Pfeil. Und dann gucke ich. Da ist es hinbekommen. Dann kommt das Zahnrad rein. Lupp. Greift, jawohl. Ist symmetrisch. Muss man nichts aufpassen. Dann kommt komischerweise ein Plastikteil und haut mir das Metall wieder raus. Also beziehungsweise ich gucke nochmal. Hier, so. Hier. Ach ja, mit dem Finger dran kommen. Wunderbar. Ich mich noch. Ach, ist das schön, nachts rumzusitzen und hier rumzufluchen. Ah ja. Jetzt habe ich bestimmt alle geweckt. So, einsetzen. Passt sofort. Sensationell. Leute, legt euch hin, schlaft weiter. So, jetzt noch. Das Ding da drauf. Leck mich. Mach. Nö, ist das falsch rum? Ach Mann. Das Zahnrad dreht sich nicht. Ja, genau. So muss das tun. Muss einfach wegspringen. Ich glaube, ich muss es andersrum einsetzen. Ja, das kostet jetzt nochmal Knöpfe und Zeit. Ich weiß, meine Videos werden immer sehr lang. So. Das muss ich dann wirklich von Dingen. Ja, ja, ja. Man guckt nicht in die Bauanleitung, das ist nun mal so. Man denkt mal jetzt drauf. Und dann, ups, da ist der Pfeil. Dann lege ich das drauf. Upp, so. Dann passt das. Und dann muss ich es aber. Dann muss ich es aber so rum. Mein Gott, nerv. Nerv, 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 nerv. Alles kein Problem. Ich denke, die Bauteile sind in Ordnung. Ich muss mal kurz die Luft anhalten. Ach, alle werden es genesen. Scheiße. Zum x-ten Mal. Nö. Stille. Please. Sekunde. Fällt mir ein Sekundenkleber. Na. Hm. Ah. Ich hasse es. Hm.
machen wir ein Turbo, bis es klappt. Bis gleich. Ah, Ententeich. So, Leute. Genau. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe für die Sequenz. Auf jeden Fall gab es ein bisschen Schraubenzieherprobleme. Am Anfang habe ich mit dem kleinen angeditscht, die Schraube, dann mit der mittleren, weil der große Universal geht, ja. Geht da Stufe 2? Ja, der geht auch. Okay, also ich habe aber den Mini gebraucht. Genau. Naja, ist doch der Schwarze, der dann nochmal gut nachzieht. Jetzt haben wir hier das Ganze draufgesteckt. Es bewegt sich. Das war natürlich der Finger vom Finger. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, das Zahnrad bewegt sich auf der Stange. Das tut schon. Ja. Nicht so ganz cremig, wie ich will, also nicht ganz so fluffig, aber es tut sein Ding. Genau. Ich glaube, dabei belassen wir es. Wenn dann die Stange drauf kommt, ich denke, das funktioniert ganz gut. Das heißt, im Nachkehr-Abkehrschluss, ich habe noch eine Hausaufgabe, und zwar, ich brauche noch die NM-Schraube raus, die ich noch hier habe, in zweifacher Ausführung, eine Metallschraube. Nochmal vielen Dank, Marco, du bist mein Held. ehrlich, wenn es einen Orden geben würde, würde ich ihn geben. Und nochmal vielen Dank an alle hilfsbereiten Leute, die mir helfen wollten. Ich bin durch, ich habe die Teile alle da. Es kann mit dem Opel weitergehen. Sensationell. Die Folge ist leider ein bisschen lang geworden, aber ich bin euch echt dankbar über die Kommentare, die so schnell gekommen sind. Und ich dachte mir, positives Feedback auch fürs Wochenende für euch ist wichtig, damit es übersteht in der Zeit. In dem Sinne, schaut mal wieder rein. Der Metal Storm X, der Modell One Hoop. Oh Mann, ich muss mir jetzt einen Kaffee machen. Genau. Dann schraube ich am Terminator weiter. Vielleicht hole ich mal einen Trabi raus. In dem Sinne, tschüss. Schaut mal wieder rein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Selber nicht. Jetzt bin ich wieder motiviert. Also, bye. Danke euch. Tschüss.